Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Till und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 27. November und am 27. November haben wir ein berühmtes Geburtstagskind, das mit der Zahl 27, wie heute am 27. November, ganz eng verbunden ist. Oh. Weil er war einer von denen, die mit 27 gestorben sind. Mhm. Da gibt's ja River Phoenix, kennst du? Schauspieler? Kenn ich, ja. Da gibt's ja den Kurt Cobain. Kenn ich. Kennst du? Janis Joplin, kennst du? Kenn ich. Ja. Amy Winehouse, auch mit 27 gestorben. Kenn ich. Ich glaube, der Sänger von In Excess ist auch mit 27 irgendwie. Kenn ich auch. Ja. Und wer noch? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix hätte heute Geburtstag gehabt. Ganz großer Musiker, Gitarrist und so ein Zeug. Hey Jude, kennst du? Hey Jude. Weiß ich nicht, wie es weitergeht. Die Beatles? Nee, Hey Joe hat er gesungen. Ja, das hast du recht, genau. Hey Jude waren die Beatles. Hey Joe hat er gesungen. Hey Jude, nicht blöd, ein bisschen bescheuert manchmal, ne? Ja, er ist auf jeden Fall 1902, Dankeschön, dass du da bist, 1942 geboren und mit 27 dann gestorben, 1970. In London, an seiner eigenen Kotze. Ha! So. Das ist mal was. Ja, genau. Also hat er jetzt nicht irgendwie, das Essen war jetzt doof, sondern er hat, glaube ich, was weiß ich. Alles auf einmal wahrscheinlich. Alles auf einmal, genau. Mhm. So, und am 27. November, was war noch da? Eine Uraufführung. Und zwar war das schon ein paar Takte vorher. Das war 1896. Aha. Die Tondichtung von Richard Strauss. Und zwar, also sprach Zarathustra. Hast du vorher noch nie gehört wahrscheinlich? Nee. Ach so, also sprach Zarathustra ist, glaube ich, auch ein Buch von Nietzsche. Glaube ich dir jetzt einfach mal so. Bin ich der Meinung. Aber das war die Uraufführung. Ja. Und, am heutigen Tag. Und am 27. November 1095. Ja? 1095? Ja, ja, es ist knapp danach. Der Papst Urban II. Mhm. Hält eine Ansprache an das gesamte Kirchenvolk. Tausende Menschen kamen und hörten Papst Urbans Aufruf zum ersten Kreuzzug. Mit diesem Kreuzzug, mit diesem Aufruf, der da hieß, Deus Lavult. Jo. Heißt so viel wie Gott will es. Mhm. Ja. Ruft er zur Befreiung der heiligen Städte der Christen, also Jerusalem, auf und die Ungläubigen sollten vertrieben werden und daraufhin war der erste Kreuzzug im Gange. Mhm. Papst Urban der Zweite. Wie haben die das da damals gemacht, frage ich mich. Also ich meine, der muss das ja irgendwie bekannt gegeben haben erstmal, so ey, ich habe vor, da was Wichtiges zu sagen. Das heißt, dass überhaupt Tausende von Leuten kommen. Mhm. So Buchdruck und sowas war noch nicht und twittern konnte es auch nicht. Also erstmal mussten ja diese 10.000 Leute irgendwie dahin gekarrt werden, eingeladen werden. So, und dann muss es sich danach noch verbreiten, damit die dann überhaupt in den Kreuzzug gehen. Weil wenn ich nichts weiß davon, gehe ich halt auch nicht in den Kreuzzug. Was ist jetzt die Frage? Ja, wie die das gemacht haben. Mundpropaganda? Und die haben handschriftlich vielleicht irgendwie so Zettel verbreitet? Da können aber auch unheimlich viele Fehler auftreten. Ja, klar. Also stille Post. Ja, jetzt überleg mal. Ja, aber die Haupt... Wahrscheinlich hat er gar nicht gesagt Kreuzzug, sondern er hat gesagt, komm, wir machen heute Abend einen Shoppen. Er hat nicht Kreuzzug gesagt, es wurde halt nur Kreuzzug genannt irgendwann mal. Ja, aber wahrscheinlich wollte er was ganz anderes. Er hat nicht gesagt, oh, ich habe eine coole Idee, wir nennen das mal, bei mir in der Marketingabteilung haben wir gesagt, wir nennen das Kreuzzug. Nee, er hat gesagt, befreit die Kirchenstädte, christlichen Kirchenstädte, wie heißt das? Die heiligen Stätten der Christenheit, so hat er gesagt. Und später hat man gesagt, das war der erste Kreuzzug, sozusagen. Ja. Das haben sie später erst. Naja gut, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Russen waren es, sage ich dann nur. Wenn, dann waren es immer die Russen. Ja. Am 27. November haben wir wieder viel gelernt. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder morgen am 28. November. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ciao.